Guten Tag, meine Damen und Herren. In meinem kürzlich hochgeladenen Video habe ich über Impfausleitung ein bisschen erzählt und mich darüber alteriert. Das Thema war zwar sehr konkret und es ging nicht um Alternativmedizin im Allgemeinen, trotzdem habe ich viele Zuschriften bekommen und Anfragen, die also auch andere Themen betreffen. Im Vordergrund war dabei natürlich die Homöopathie, die es in vielen Apotheken an zentrale Stelle ist und immer wieder angeboten wird. Ich wurde gebeten, meine Position zur Homöopathie darzulegen. Nun, das ist für mich kein großer Aufwand, da ich das Thema seit sozusagen Jahrzehnten in der Vorlesung behandle und hier Studierende der Pharmazie darüber aufkläre. Darum mache ich das auch gerne. Es gibt natürlich viele Informationen im Internet, die einen hartgesottenen Fan nicht überzeugen werden. Was ich hier tun möchte, ist aber sehr einfach. Ich möchte Ihnen darlegen die Unsinnigkeit der Konzepte der Homöopathie und zwar die haarsträubende Dümmlichkeit letztendlich dieser Konzepte. Also bitte, bevor Sie jetzt gleich wieder zumachen und mir einen Daumen runtergeben, schauen Sie sich das an. Wenn Sie das gesehen haben, werden Sie vermutlich Ihre Position zur Homöopathie adaptieren, sofern Sie bisher da ganz fest daran geglaubt haben. Ich werde Ihnen zeigen, dass schlichter Hausverstand genügt, um zu sehen, dass das Ganze unsinnig ist. Bevor ich damit loslege, möchte ich aber darauf hinweisen, dass es natürlich wichtig ist, den zeitlichen Horizont von Samuel Hahnemann, der die Homöopathie begründet hat, zu betrachten. Man darf also die Kritik nicht mit dem heutigen Wissen hier anbringen. Man muss sich überlegen, zu welcher Zeit Hahnemann sein Werk sozusagen veröffentlicht hat. Dazu habe ich hier eine Zeittafel hergestellt. Die ist nicht ganz maßstabsgetreu, sollte aber für den Zweck reichen. Ich fange an mit 1628, wo der Blutkreislauf von William Harvey entdeckt wurde, weil ich glaube, dass das eine ganz wesentliche Entdeckung war, für die das Verständnis unseres Körpers begründet hat. 1685 noch, das war ca. 70 Jahre bevor Hahnemann geboren wurde, war man der Meinung, dass der Mensch in Spermazellen präformiert ist, dass da ein kleines Männchen drinnen ist und es braucht dann nur das weibliche Gewebe, um sich entwickeln zu können. Hahnemann ist dann eben 1755 geboren. 1774 bitte, da war er bereits 20, wurde der Sauerstoff entdeckt durch Priestley und Lavoisier hat zu der Zeit die Verbrennung erklärt. Bis dahin war die Phlogiston-Theorie im Vordergrund, die erst durch Lavoisier dann widerlegt wurde. 1782 wurde die letzte Hexe in Europa verbrannt. Ja. 1796 hat Edward Jenner die erste Pockenimpfung durchgeführt, die führen wir heute natürlich auch nicht mehr so durch, wie er das damals gemacht hat, aber immerhin. Hahnemann hat 1796 im selben Jahr erstmalig sein Simile-Prinzip formuliert. 1810 hat er das Organon der gesamten Heilkunde veröffentlicht. 1824 wurde dann klar, dass Eizellen durch Spermien irgendwie befruchtet werden. Genau hat man das noch immer nicht verstanden. Das wurde dann erst klar durch die Zelltheorie, die Rudolf Virchow begründet hat, der gezeigt hat, dass sozusagen alle Zellen aus Zellen entstehen. 1846 die erste Äthernarkose. 1869 wurden die Langerhanschen Inseln entdeckt. Bis dahin hatte man keine Ahnung, woher das Insulin kommt und da den Diabetes hat man zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht verstanden. Die erste IV-Anästhesie gab es 1875. 1876 Robert Koch hat den Erreger vom Milzbrand entdeckt und damit sozusagen die Bakterien als Krankheitserreger beschrieben. Die Struktur von Neuronen wurde 1888 erstmals gezeigt. Das Aspirin ist 1897 synthetisiert worden. 1901 hat Landsteiner die Blutgruppen entdeckt, die gab es davor auch nicht. Das ist jetzt quasi 100 Jahre nach Hahnemann. Das gleiche gilt für die Elektrokardiographie, das EKG, was ein Standard in der Therapie ist, und Paul Ehrlich mit dem ersten Antibiotikum 1910. Wir sehen also, Hahnemann hat in einer Zeit gelebt, deren Kenntnisse sehr, sehr beschränkt waren und heute würde man in keinem Bereich der Technik, Naturwissenschaften, Medizin sich auf Erkenntnisse von damals in irgendeiner Form berufen. Und auch die Therapien in der Medizin waren entsprechend rudimentär.
Es war natürlich im Vordergrund der Aderlass, aber auch das Schröpfen, das, was so heute noch zum Teil von diversen Gurus durchgeführt wird. Da ist das Prinzip, ich habe das im letzten Mal schon erwähnt, die Ausleitung von Erkrankungen. Man muss also die Krankheit aus dem Körper herausholen. Entweder indem man Blut abzapft oder eben indem man hier schröpft. Ja, es gab auch das Heilseil, mit dem man so eitrige Entzündungen generiert hat und sich vorgestellt hat, dass man mit dem Eiter die Krankheit rauskriegt. Oder auch der Magnetismus war natürlich in diesem Bereich einzuordnen. Ja, dann wurden gelegentlich Löcher in Schädel gebohrt, das ist die Trepanation, ja, damit wir hier bei unserem Kernthema auch bleiben und das nicht ganz vergessen. Tabakglistiere gab es, das ist das sogenannte rektale Rauchen, wo man also Leuten hinten Tabakrauch reingeblasen hat in der Hoffnung, dass dann irgendwelche Krankheiten besser werden. Und nicht zu vergessen werden natürlich die Drehmaschinen in der Psychiatrie, wo man also Leute da so lange herumgewirbelt hat, bis es ihnen schlecht wurde und sie alle Zustände bekommen haben. Was man sieht ist, also mit diesen Methoden wollen wir heute nichts mehr zu tun haben, die wird man heute nur mehr in Ausnahmefällen, glaube ich, anwenden, wie das Schröpfen, da gibt es natürlich Alternativfuzis, die das noch immer tun. Aber ansonsten haben wir andere Methoden. Wir greifen auf das nicht mehr zurück. Und vor allem greifen wir auf das nicht mehr zurück, wenn wir wissen, dass die Methoden im Widerspruch zu modernen Erkenntnissen sind, wie das in der Homöopathie der Fall ist. Bevor ich jetzt genauer auf die Konzepte der Homöopathie eingehe, möchte ich darauf hinweisen, dass ich mein Wissen sozusagen oder meine Informationen im Wesentlichen zwei empfohlenen Lehrbüchern entnehme. Anerkannte Homöopathen bzw. homöopathische Firma haben mir diese Lehrbücher empfohlen. Das ist einerseits der Köhler Lehrbuch der Homöopathie, Auflage von 1988, und dann das neuere Produkt, und dann das neuere Buch ist Homöopathie, warum und wie sie wirkt, das wollen wir ja alle wissen, das 2011 erschienen ist. Darauf werde ich mich beziehen, ich werde Ihnen auch einige Bilder aus diesen Büchern zeigen. Die wesentliche Komponente der Homöopathie und auch der Namensgeber, die Grundlage der Homöopathie, ist das Simile-Prinzip, das Ähnlichkeitsprinzip. Deutschland wurde so stolz auf seinen Bürger Samuel Hahnemann und dieses Prinzip Similia Similibus Curantur, dass sie ihm sogar eine Briefmarke gewidmet haben zum 200-Jahr-Jubiläum der Homöopathie. Ich will das jetzt nicht vorlesen, Sie können es sich hier durchlesen, das ist der Originaltext, der 1796 von Hahnemann veröffentlicht wurde. In einer modernen Übersetzung könnte man sagen, eine Arznei, die Durchfall erzeugt, wirkt gegen Durchfall. Klingt das überzeugend? Ist hier irgendwo draußen ein Homöopathie-Fan, der wirklich meint, dass das der Fall sein könnte? Ich kann nur sagen, what the fuck? Warum sollte das der Fall sein? Warum sollte eine Arznei, die Durchfall erzeugt, gegen Durchfall auch wirken? Das ist ziemlich absurd und mystisch. Man kann sich natürlich fragen, wie der Hahnemann auf diese absurde Idee gekommen ist. Nun, in seinen Berichten kann man sein berühmtes Selbstexperiment mit der Kienerinde lesen. Er hat sich Kienerinde verabreicht, die gegen Fieber damals appliziert wurde. Und was hat er beobachtet? Er hat davon Fieber bekommen. Ja, warum er das bekommen hat, weiß ich nicht. Möglicherweise hat er Kininallergie gehabt. Niemand nach Hahnemann hat jemals wieder Fieber nach Kienerinde bekommen. Aber er hat daraus die Hypothese eben abgeleitet, dass Ähnliches heilt, und hat sich offenbar dann in seine Hypothese verliebt. Und das ist einer der Fehler, das sage ich auch den jungen Leuten immer wieder, die man nicht machen sollte, dass man sozusagen sich eine Lieblingshypothese sucht und dann krampfhaft versucht, die zu bestätigen. Im Gegenteil, wir haben von Karl Popper gelernt, wir sollten unsere Hypothesen zu widerlegen versuchen. Das hat der Hahnemann nicht gemacht, er hat dann in weiteren Versuchen immer wieder krampfhaft diese Regel bestätigt gesehen. Wo wir heute aber keinerlei Hinweis darauf haben, dass das tatsächlich hier der Fall sein sollte. Nun, gemäß Simile-Prinzip sollte das Arzneibild, also sozusagen die Wirkungen der Arznei, die Symptome, die die Arznei erzeugt, dem Krankheitsbild, der Symptomatik des Kranken, möglichst ähnlich sein.
Und dementsprechend erfordert die Arzneimittelfindung, also eine ausführliche homöopathische Erstanamnese und die Ermittlung eines sogenannten Konstitutionstyps. Da werden also auch körperliche und charakterliche Eigenschaften hineininterpretiert, um hier Arzneibild und Krankheitsbild zur Deckung zu bringen. Das ist die Theorie. In der Praxis, bitte, gibt es selbstverständlich, ich zeige Ihnen das hier, gibt es Indikationslisten. Also hier habe ich ein Repetitorium, da kann ich nachschauen, für welche Indikation welche homöopathische Arznei geeignet ist. Auch wenn Sie in die Apotheke gehen und sagen, Sie hätten gern was Homöopathisches gegen Schnupfen, dann kriegen Sie irgendwas in die Hand gedrückt, ja. Und da ist also keine Spur von dieser ausführlichen Erstanamnese. Aber homöopathisch tätige Ärzte tun das. Die nehmen sich die Zeit und versuchen ihr Krankheitsbild und Arzneibild zur Deckung zu bringen. Nun zu den Konstitutionstypen. Ich komme zu dem gleich, ich zeige Ihnen ein paar Beispiele. Kommen dann auch noch Zeitmodalitäten laut Lehrbuch. Und ich zeige Ihnen jetzt Bilder aus dem Köhler-Lehrbuch der Homöopathie. Und das ist mein erstes Beispiel, wo Sie sehen sollten, wie dümmlich dieses Konzept ist. Ja? Und ich möchte es wirklich ausführlicher machen, ja? Weil es einen humoristischen Charakter hat. Also schauen wir uns das einmal an. Das sind die Zeitsymptome des Sulfurtyps. Zunächst von 0 bis 12 Uhr. Das fängt an, warum dann nicht ein Nuller dort steht, sondern ein Zwölfer, weiß ich nicht. Die sind also auch nicht immer ganz mit den Zahlen wirklich logisch stringent. Wie auch immer, zuerst hat man Magenschmerzen, Husten, reißende Schmerzen, Blutwallungen. Dann ab 1 Uhr bekommt man dann Furcht vor Räubern und Gespenstern, ist verwirrt, Hitze im Kopf, kriegt ein Pulsieren, ab 1 Uhr die ganze Nacht munter, oh weh. Ab 2 hat man dann Bauchweh mit Blähungen, Durchfall, ja. Oder ein Jucken am After, ich lese nicht alles vor. Dann ab 3 kriegt man Asthma und Gliederschmerzen. Und zwischen 4 und 5 erwacht man. Dann treibt einen der Durchfall aus dem Bett. Man hat Bauchschmerzen, Wadenkrämpfe im Bett, schwere Gefühl. Ab 6 Hitze und Jucken im Kopf, Nasenbluten, Niesen, Speichelfluss, fader Mundgeschmack, leeres Aufstoßen, Afterjucken, Hautjucken. Dann ab 7 wird es am schlecht beim Erwachen, obwohl man eigentlich die ganze Nacht munter war, erwacht man dann irgendwie trotzdem mehrmals. Ja. Hat aber Angst, Ohnmacht, ein Sandgefühl in den Augen, Brennen der Lidränder, Jucken und Brennen der Augen, Handrang, Flur beim Aufstehen. Dann ab 8 und 9 beginnt der Kopfschmerz, Auswurf nach dem Erwachen, Heiserkeit, Husten und so weiter, ja. Und dann ab 10 hat man dann eine Neigung zum Weinen, allgemein Verschlechterung, Ohnmacht, Schwindel, Heißhunger mit Leergefühl, Herzklopfen, Frost. Jetzt ist es 12 und dann geht es also weiter hier 0, aber eigentlich sollte hier 12 stehen. Dann hat man Stirnkopfschmerzen, Schwächegefühl, Nasenbluten und Frost. Dann hat man eine Stunde lang eine Ruhe. Dann erbricht man wieder mal, hat Poltern im Bauch und Schmerzen in der Nabelgegend, ja. Dann erbrechen tut man relativ oft offenbar. Dann ist man empfindlich gegen Abendluft, hat Druck in den Augen, Jucken und Schmerzen in den Augen. Dann hat man Angst, ist traurig, reizbar, ja, hat reichlich Blähungen. Dann kriegt man Ameisenlaufen und Fieber. Dann hört der Kopfschmerz im Bett zum Glück auf, aber die Füße brennen, die Hände sind heiß, der Rücken wird kalt, Schmerzen in der Lendengegend und dann ist man noch eine Stunde schlaflos. Also meine Damen und Herren, bitte, das habe ich einem empfohlenen Lehrbuch entnommen. Das ist an Dümmlichkeit schwer zu überbieten. Das zeigt Ihnen nur niemand. Wenn Sie in die Apotheke gehen und die Apothekerin schwärmt von der tollen Wirkung der Homöopathie, dann wird sie Ihnen das nicht erzählen, weil dann schütteln Sie nämlich den Kopf und sagen, die sind ja deppert, ja? Und das ist nämlich tatsächlich der Fall. Das war jetzt aber bitte nur der Sulfurtyp. Das Informationsnetzwerk Homöopathie in einer INH, das ich Ihnen auch unter dem Video dann verlinken werde, hat eine Liste erstellt von Konstitutionstypen und deren Beschreibung. Bitte alles mit Referenzen, das können Sie dann dort nachlesen. Und die zeige ich Ihnen hier, natürlich lese ich nicht alle vor, aber ich nehme mir zum Beispiel hier Natriumchloratum, das ist schon der Name falsch, weil das Chloratum wäre CLO4, ja, minus, also NaCLO4, Sie meinen aber Kochsalz, Natriumchlorid, NaCl. Wie schaut der Natriumchloratum-Typ aus? Der ist hilfsbereit, empfindsam, verletzlich, weinerlich, geistig unbeweglich, erstarrt,
kann Kummer und Kränkungen nicht vergessen, zieht sich emotional zurück, ist dunkelblond, Gesicht aufgedunsen, die Figur ist quadratisch oder birnenförmig. Dann nehmen wir vielleicht noch die Sepia officinalis, die Tintenfischtinte, nachdem es in der Steiermark ja eher selten gibt, Neigung zu Wutausbrüchen oder gehässigen Bemerkungen, selbstständig, frigide, Kontrollzwang, schlank, knochig, dunkler Teint, dunkelhaarig, bei Frauen kleiner Busen, starke Körperbehaarung, oft unweiblicher Körperbau. Und so geht es dahin, Sie können das Video anhalten und sich anschauen oder es im Link anschauen. Es ist einfach, darum sage ich, es ist haarsträubende Dümmlichkeit, die man hier findet. Das kann doch niemand ernst nehmen, meine Damen und Herren, oder? Nun, lassen Sie mich das Simile-Prinzip und die Arzneifindung zusammenfassen. Simile-Prinzip und damit natürlich die Homöopathie insgesamt, der Homöopathos, danach ist sie benannt, ist mit den Erkenntnissen moderner Physiologie und Medizin unvereinbar. Vereinzelt haben Homöopathen vorgeschlagen, das Simile-Prinzip über Bord zu werfen, weil die selbst eingesehen haben, dass das unsinnig ist. Aber die wurden dann umgehend exkommuniziert sozusagen von der Homöopathie, weil logischerweise, wenn man das Simile-Prinzip aufgibt, hat man auch die Homöopathie aufgegeben. Das Simile-Prinzip ist der Namensgeber. Die Arzneifindung erfolgt durch Selbstbeobachtung von Symptomen, einer Methode, die Autosuggestion und anderen subjektiven Irrtümern unterliegt. Und zwar kann da jeder dazu beitragen, man kann also sich selbst beobachten nach einer Arznei oder Magneten, da eine, man hat da Süd- und Nordpole von Magneten sich angelegt und kann dann so schauen, was passiert und kann das dann alles auflisten. Und es werden Symptome nie gestrichen, es werden nur immer mehr und mehr und mehr Symptome, mittlerweile sind es bis zu Tausenden von Symptomen bei einer einzigen Arznei. Wir wissen heute, dass Selbstbeobachtung ein sehr schlechter Ratgeber ist oder sehr schlechte Methode zur Erkenntnisgewinnung ist und deshalb hat man klinische Studien erfunden, um das zu objektivieren. Die Leitsymptome homöopathischer Arzneien sind nahezu beliebig und hochgradig widersprüchlich. Dazu verweise ich auf das Buch von Norbert Aust in Sachen Homöopathie, der hat da Tabellen drinnen, wo er zeigt, dass das einfach ein innerer Widerspruch sehr häufig ist in den Materia Medica der Homöopathie. Und dann natürlich zuletzt, was ich Ihnen gezeigt habe, die Zuordnung von Charaktereigenschaften und Körperbau, das geht auf die galensche Konstitutionslehre zum Teil zurück, zu bestimmten Arzneien ist dümmlich und wissenschaftlich unhaltbar. Soweit zum Simile-Prinzip. Ich glaube, das haben wir jetzt abgehakt, das gehört in die Tonne. Das hat in der modernen Wissenschaft nichts verloren. Ja? Der zweite Punkt in der Homöopathie ist die sogenannte Potenzierung oder das Verdünnen, was alle kennen. Bitte, es werden viele homöopathische Arzneien auch in niedrigen Potenzen angeboten. Da kann man durchaus von einer Erstwirkung sprechen. Das hat aber dann mit Homöopathie nichts zu tun. Das ist eher Toxikologie, weil natürlich sehr viele Ursubstanzen, die verwendet werden, durchaus toxisch sind. Ich verlinke Ihnen dann auch eine Seite, wo Sie, eine Homöopathie-Seite, wo Sie die diversen Grundstoffe danach schauen können. Ja, die ekelhafte Nosoden und dergleichen, die hier verwendet werden. Auf das möchte ich hier nicht eingehen, das spare ich mir, aber was ist das Prinzip? Gut, warum hat Hahnemann verdünnt? Er hat verdünnt, um diese toxischen Wirkungen natürlich, die er wahrscheinlich selbst bemerkt hat, hier zu minimieren. Und wenn man immer weiter runter verdünnt, irgendwann ist die toxische Wirkung weg. Dass dann halt leider auch die erwünschte Wirkung weg ist, ist eine andere Geschichte. Aber das Prinzip ist klar, das sehen Sie auf diesem Bild. Laut Mainstream Medicine nimmt also die Wirkung mit der Dosis zu. Das ist natürlich begrenzt. Ja, ist klar, es gibt eine Maximaldosis, wo es keinen Sinn mehr hat, drüber zu gehen. Aber das sind Feinheiten. Im Wesentlichen stimmt es. Je mehr man verwendet, umso mehr wirkt es auch. Ja, und in der Homöopathie ist es genau umgekehrt. Da nimmt die Wirkung mit abnehmender Konzentration zu. Und die geht dann, laut diesem Bild, geht sie dann irgendwann gegen unendlich, wenn man zu stark runter verdünnt. Darum sind ja auch die Hochpotenzen, ja, ganz gefährlich und die sollten also nur erfahrene Homöopathen verwenden, laut Lehre der Homöopathie. Wie macht man diese Potenzen? Das sehen Sie, man nimmt eine Urtinktur, all diese Grundstoffe, diese seltsamen, ja, die hier angewendet werden, bitte, es ist auch Gips oder Berliner Mauer. Lauter solche Dinge finden Sie als Ursubstanz. Das hat nichts mit Pflanzenheilkunde zu tun.
Und das wird dann jeweils in 10er-Schritten, wenn man Depotenzen macht, runterverdünnt und dann im Zuge eines Rituals, das ist ein mittelalterliches Ritual, muss man also diese verdünnten Lösungen dann also 10-mal auf ein Lederbrett klopfen, ich glaube sogar irgendwie mit einer bestimmten Hand vom Herzen weg und so weiter. Also es ist eine rituelle Handlung letztendlich. Und das muss man immer wieder machen und bitte, da gibt es auch D200 oder es gibt 100er Potenzen mit C200. Ja? Also es ist auch relativ viel Arbeit. Bitte in den Firmen, wo ich gesehen habe, wo sie Homöopathika herstellen, wird also nicht aufs Lederbrett geklopft und da wird dann nicht vom Herz weg irgendwie geschüttelt. Ja, sondern da werden also riesen Tanks gegen die Wand gefahren. Das machen die aber dann tatsächlich. Da können sie ja auf YouTube Videos sehen. Der Hahnemann würde natürlich im Grab rotieren. Das würde ja so und so bei vielen Methoden, die angewendet werden, auch Komplexmittel und dergleichen. Das ist ja laut Hahnemann alles nicht erlaubt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie erklären das die Homöopathen? Die wissen das auch, dass ab D24 oder so kein Molekül mehr vorhanden ist, das irgendwie wirken könnte. Und eine Wirkung ohne Wirkstoff zu erklären, ist ein bisschen schwierig. Also was sagen die Lehrbuchautoren dazu? Zur Wirkung von nichts. Ja? 1988, der Köhler sagt, bitte, das ist alles, was man darüber findet beim Köhler. Das sind diese 3-4 Zeilen. Er sagt nebenbei. Also in Wirklichkeit interessiert ihn das nicht großartig, es ist eben nur nebenbei. Das Problem ist nach unserem bisherigen Wissen sicher nicht mit Methoden naturwissenschaftlich materialistischer Forschung zu bewältigen. Die Physik der neuesten Zeit hat den alten Materiebegriff bereits überwunden und wird nach aller Voraussicht den Energieprozess der Potenzierung klären können, sagt er. Sie sehen schon, er hackt im ersten Satz auf die naturwissenschaftlich materialistische Forschung, wenn man sagt, das ist ja alles, ja, dann muss er darüber hinausgehen, und dann bemüht er die Physik, die die Mutter aller Naturwissenschaften ist. Also es ist in aller Voraussicht nach, das hat er damals in den 80er oder 90er Jahren gesagt, aber bis heute hat sich da nichts getan. Und wenn man jetzt beim Sven Sommer 2011 nachlesen, dann sehen wir, Wasser scheint nicht alleine den Newtonschen Gesetzmäßigkeiten zu gehorchen, sondern dürfte auf Molekularebene auch durch Quantenelektrodynamik beeinflusst werden. Die groben physikalischen Gesetzmäßigkeiten nach Newton erfahren hier offensichtlich ihre Ergänzung durch die Theorien Einsteins, die Interaktionen zwischen subatomaren Kräften und Feldphänomenen aufzeigen. Puh, no, das ist also pures Blabla, selbstverständlich gehorcht auch Wasser den Gesetzen der Physik, der Quantenelektrodynamik und den Theorien Einsteins. Warum ich aber die allgemeine Relativitätstheorie benötige, um die Erklärung, um die Wirkung von einer Arznei erklären zu können, ist natürlich das Geheimnis von Herrn Sommer. Ich verlinke Ihnen dann unter dem Video so ein, zwei Schwurbelseiten zu den Effekt, quantenphysikalischen Effekten der Homöopathie und dann natürlich auch eine Aufklärung, die ich glaube auch wiederum vom Informationsnetzwerk Homöopathie hier publiziert wurde. Aber selbstverständlich liefern die Homöopathen durchaus, was ich Schwurbelerklärungen nenne für diese Wirkung. Hier sehen Sie drei aufgelistet. Die erste ist das Gedächtnis des Wassers. Also es wird das Wasser irgendwie durch den Wirkstoff geprägt. Das zweite, was ich beim Sven Sommer gefunden habe, ist die Übertragung heilsamer Informationen bzw. heilsamer Frequenzen auf den Organismus. Unter anderem wurde also auch die Wirkung sozusagen gespeichert, dann diese Frequenz irgendwie als Computerfile, und das hat man dann per E-Mail Attachment verschickt und dann wieder ausgelesen. Und zuletzt natürlich die Quantenphysik. Manche bezeichnen das auch als die quantenphysikalische Verschränkung von Patient, Therapeut, Arzneistoff, das Makro-Entanglement des Dreigestirns. Nun, ich möchte zunächst auf das Wassergedächtnis eingehen, was immer wieder behauptet wird und was irgendwie wahrscheinlich Laien auch einleuchten mag. Und wenn man bei Sven Sommer nachschaut, und das ist wirklich auch nahezu humoristisch, dann erklärt es auch in Bildern. Und es beginnt einmal damit, dass er den Dipol des Wassers hier aufzeichnet. Und da wird runtergeschrieben, und das ist einfach ein Faktum, Chemiestudenten im ersten Semester bekommen in Anbetracht dieses Dipols Hirnkrämpfe. Sie mögen mir das als Kleinlichkeit
unterstellen, wenn ich hier einfach völlig entsetzt bin. Aber die Teilladung des Sauerstoffs ist in dieser Abbildung positiv und der Wasserstoff ist negativ. Bitte, das lernt man wirklich, ich weiß nicht, ob man es in der Schule lernt, aber spätestens im ersten Semester eines Chemiestudiums lernt man, dass die Elektronegativität vom Sauerstoff höher ist und der damit natürlich Elektronen anzieht. Also es ist genau verkehrt rum, der Sauerstoff ist negativ, der Wasserstoff ist positiv. Aber das zieht der Sommer jetzt beinhart durch, ich meine, das ist vollkommen absurd. Das wird mir jeder, der irgendwas mit Chemie zu tun hat, wird mir das bestätigen. Das bringt man als Chemiker nicht übers Herz, sowas zu zeichnen. Aber er zieht das durch und er macht dann die Hydrathülle vom Natriumchlorid, natürlich, das ist der Prototyp, ist NaCl, das ist Kochsalz. Und das, da gibt es natürlich eine Hydrathülle, aber er macht das verkehrt rum. Und die Anzahl der Wassermoleküle, die diese Ionen umgeben, die passt da halt an, wie es irgendwie grafisch geht. Also es ist vollkommen absurd, was er hier aufzeichnet. Aber es geht dann natürlich noch viel lustiger weiter, weil er dann nämlich zu verdünnen beginnt. Und hier sehen Sie Bildung eines Natrium-M-Clusters, weiß ich nicht, was er damit meint, ab der Potenz D6. Sie sehen also, die Moleküle, die Natrium- und Chlorid-Ionen sind immer weiter voneinander entfernt, aber die Wassermoleküle bleiben tapfer wie die Zinnsoldaten ausgerichtet. Und das geht dann auch noch so weit, das sieht man jetzt dann ganz rechts, wenn nämlich ab der Potenz D24 keine Moleküle der Ausgangssubstanz mehr enthalten sind, dann bleiben die Cluster dennoch erhalten. Und da wird es natürlich ziemlich mysteriös. Aber noch mysteriöser wird es dann im unteren Bild, wo wir dann sehen, dass beim weiteren Potenzieren die Cluster kleiner und damit potenter werden, ihre spezifische Form aber erhalten bleibt. Also je mehr man verdünnt, umso glitzig kleiner werden sie und die Kleinen gehen dann irgendwie in Zellen, wie sie dort dann reingehen, weiß ich auch nicht und woher sie dann wissen, was sie tun sollen, wie das dann wirken soll. Kein Mensch weiß das, wie sie da jetzt, warum deshalb die Information vom Natriumchlorid da drin stecken soll. Aber bitte, das ist wirklich, das ist Geheimnis der Homöopathen. Bitte, wie schaut die Realität aus? Tatsächlich ist Wasser dipol, aber der Sauerstoff hat negative Ladung, der Wasserstoff positive und damit entwickeln sich Wasserstoffbrückenbindungen, die der Grund sind, warum Wasser flüssig ist. Wir verdanken diesen Wasserstoffbrückenbindungen letztendlich unserer Existenz, weil dadurch ist Wasser bei Raumtemperatur flüssig, sonst wäre es gasförmig, aber die ziehen sich da an. Ja. Aber die sind nicht stabil, bitte, die sind dynamisch. Ja. Die haben eine Halbwertszeit, Leute messen das, es hängt dann davon ab, ob man jetzt inter- oder intramolekular das misst, das geht ins Detail, brauchen wir ja nicht. Die Halbwertszeit in flüssigem Wasser ist ca. 10 hoch minus 12 Sekunden. Das heißt, die tauschen 1 Billion Mal pro Sekunde aus. Man könnte zusammenfassen, das Wasser hat in der Tat ein Gedächtnis, ja, das ist gar keine Frage. Allerdings ist das Gedächtnis extrem kurz. Und zwar dauert es 1 Pikosekunde, also 1 Billionstel einer Sekunde. Somit kann man das Wassergedächtnis auch abhaken. Das gibt es schlichtweg nicht. Ja? Aber laut Sven Sommer gibt es ja dann noch die Frequenzen. Bitte noch einmal, das ist aus einem Lehrbuch, einem sogenannten Lehrbuch der Homöopathie, das Homöopathen empfehlen. Und es ist wirklich an Schlichtheit und Dümmlichkeit schwer zu überbieten. Schauen wir uns die Heilung mit Frequenzen an. Da bezieht er sich auf die Allergie. Ja? Und zwar sehen wir Allergen, macht das am lachenden Maxl, ein trauriges Maxl, dass dann nämlich niesen muss. Und diese krankhaften Frequenzen kann man mit einem Oszillographen aufzeichnen. Ja? Man kann aber auch diese krankhafte Frequenz dann auf einen glücklichen, zufriedenen Maxl draufstrahlen und der fängt dann auch zum Niesen an, bekommt die gleiche allergische Reaktion. Soweit, so gut. Es funktioniert aber auch mit bestrahlten Wasser, ja, also ein sensibilisierter Patient reagiert allergisch nach Einnahme von Wasser, das mit der pathologischen Frequenz bestrahlt worden ist. Bitte, was diese Frequenz sein soll und warum die pathologisch ist, und so weiter, weiß niemand. Aber es reicht und bestrahlt das Wasser, trinkt das Wasser und das Maxl niest. Des Weiteren hier sehen Sie, dass ein sensibilisierter Patient entweder seinem Allergen oder einer bestimmten pathologischen Frequenz ausgesetzt wird und dann in beiden Fällen ja ganz die gleiche Reaktion zeigt, nämlich er niest. Ja. Da kann man aber jetzt eine heilsame Frequenz drauf machen und dann ist er wieder glücklich
Und im letzten Bild sehen wir also, dass die krankmachende Frequenz das Niesen auslöst, egal ob man es direkt drauf strahlt sozusagen oder ob man vorher Wasser damit bestrahlt und das dann dem Patienten zum Trinken gibt. Und der, wenn der das schluckt, ist er nachher glücklich oder eine antiallergische Reaktion. Meine Damen und Herren, natürlich ist das sehr, sehr einfach und das verstehen wahrscheinlich auch viele und das ist eine Stärke, nicht nur der Homöopathie, sondern viele dieser Schwurbelmethoden, dass die Konzepte so wahnsinnig einfach sind und sie sind viel einfacher als die tatsächlichen Konzepte, als die Realität. Und ich zeige Ihnen hier nur ein Bild, was ich einer Firma geklaut habe, über die Signaltransduktion der Immunglobulin E vermittelten Allergie, das sogenannte Typ 1 Allergie. Ich gehe hier nicht darauf ein, aber Sie sehen, das ist natürlich furchtbar kompliziert. Da macht jeder Ohren und Augen zu und sagt, das ist mal, das verstehe ich nicht und das ist überhaupt, das ist so reduktionistisch und wie auch immer. Ja? Wohingegen man den Maxl vom Herrn Sommer natürlich sehr einfach versteht. Dass das nichtssagend ist, ja? Dass man nicht weiß, was für Frequenzen das sein sollen, die da gesund oder krank machen und so weiter. Das, soweit denkt man dann oft gar nicht. Gell? Somit Fazit zur Erklärung. Der Wirkung ohne Wirkstoff, die Erklärung der Wirkung, de facto unendlich verdünnte Arzneien durch anerkannte Homöopathen, ist an Dümmlichkeit schwer zu überbieten. Es tut mir leid, das muss ich in dieser Härte sagen. Keine Wirkung ohne Wirkstoff. Ist eigentlich ganz einfach. Die drei Punkte, Wasser hat kein Gedächtnis, krankmachende oder heilende Frequenzen, ich habe die unter Gänsefüßchen gesetzt, ja, die existieren einfach nicht, die sind ein Fantasieprodukt von dem von Herrn Sommer und anderen Homöopathen. Ja? Und die Quantenphysik, bitte, die verstehen die Homöopathen genauso wenig wie uns eins. Lassen Sie sich nicht irre machen durch pseudowissenschaftliche Erklärungen über irgendwelche quantenphysikalischen Effekte, die weder der sie behauptet, versteht, noch Sie verstehen. Sie lassen sich dadurch nicht beeindrucken, sondern wenn, dann fragen Sie genauer nach, wie jetzt die Quantenphysik da tatsächlich jetzt beteiligt ist an dieser Wirkung. Nun, die Frage stellt sich aber natürlich, was wäre, wenn die Homöopathie trotzdem wirkt? Und ich komme dann auf diese Dinge noch zu sprechen. Aber es werden jetzt natürlich viele, die mir zuhören, werden sagen, ja, aber sie wirkt. Ja, ich weiß ja, dass sie wirkt, sozusagen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie wirkt. Bitte, und da möchte ich jetzt einen Merksatz hier klar machen. Das wird sehr häufig in Diskussionssendungen über Homöopathie, wird das nicht klar gesagt. Bei Nachweis der Wirksamkeit homöopathischer Arzneimittel werden die Erkenntnisse von Physik, Chemie und den Biowissenschaften der vergangenen 200 Jahre grundsätzlich zu revidieren. Die Naturwissenschaften müssten neu beginnen. Die Homöopathie ist mit der modernen Wissenschaft unvereinbar. Es wäre tatsächlich die Notwendigkeit gegeben, hier neu anzufangen. Und da zitiere ich Carl Sagan mit dem berühmten Satz, extraordinary claims require extraordinary evidence. Außerordentliche Behauptungen bedürfen außerordentlicher Evidenz. Der kürzlich verstorbene James Randi hat das illustriert anhand des Beispiels mit einer Ziege und einem Einhorn. Er hat gesagt, wenn ich Ihnen sage, ich habe eine Ziege zu Hause im Garten stehen, dann wird sie das nicht besonders beeindrucken. Als Evidenz wird Ihnen wahrscheinlich ein Foto von der Ziege reichen und sagen sie, okay, ist ein lebe Kors und sehr schön. Ja? Wenn ich aber behaupte, ich habe zu Hause im Garten ein Einhorn stehen, dann werden Sie mehr Evidenz fordern, dann werden Sie mehr verlangen, dann wird Ihnen ein Foto wahrscheinlich nicht reichen. Und somit kann man auch bei der Homöopathie eben die Frage stellen, reicht die Evidenz? Reicht es tatsächlich aus, wenn Sie, weiß nicht, nach Einnahme von Globuli plötzlich besser schlafen oder wenn Ihre Katze dann fröhlicher miaut und der Hund fröhlicher bellt, reicht das wirklich als Evidenz aus, um 200 Jahre Wissenschaft über Bord zu werfen? Meines Erachtens reicht die selbstverständlich nicht aus. Da brauchen wir außergewöhnliche Evidenz. Und wir brauchen zumindest, würden wir dann gute Studien brauchen. Ja, und das ist, stellt sich die Frage, gibt es klinische Studien zur Wirksamkeit? Ich gehe auf das nicht ein, Homöopathen, wenn Ihnen sagen, selbstverständlich Dutzende. Ja, wenn man aber genauer hinschaut, sieht man, dass die Studien entweder gar nichts zeigen, negativ sind oder einfach schlecht gemacht sind. Und schlechte Studien sind nicht ein bisschen weniger aussagekräftig, sondern die sind gar nicht aussagekräftig. Die gehören umgehend in die Tonne. Es gibt genügend Meta-Analysen und Reviews, wo immer wieder viele Studien
zur Homöopathie analysiert werden und evaluiert werden, und die waren immer durchwegs negativ. Ja? Dennoch lassen sich Homöopathen nicht abschrecken. Und das Beispiel, da habe ich hier die Frau Magister Ilse Muchic, das ist aus einem Artikel von der Österreichischen Apothekerzeitung vom Ende 2020. Und was sie in diesem Artikel klipp und klar sagt, das Bild ist daraus: Die Erfahrungen der letzten 20 Jahre haben mich gelehrt, dass Homöopathie eine ernstzunehmende und faszinierende Therapieform ist. Na, da schau her. Ja, und sie argumentiert da lang, und mit großer Schadenfreude packt sie dann natürlich eine Studie aus, die in Homöopathiekreisen gefeiert wurde. Und das ist die Studie von Michael Frass, das ist ein Mediziner an der Meduni in Wien, der seit langem die Homöopathie propagiert und immer wieder irgendwelche Studien zur Homöopathie macht. Und da gab es eben eine Studie im The Oncologist 2020, die offenbar jetzt ein unschlagbares Argument für die Homöopathie darstellt. Und die packt die Frau Magister Muchic mit Stolz aus. Der Frass et al. Behaupten hier, dass also mit Homöopathie die Lebensqualität und die Überlebenszeit von Patienten mit Lungenkrebs verlängert wurde. Diese Studie ist prospektiv, randomisiert, placebo-kontrolliert, doppelblind, Multicenter, Three Arms und so weiter. Also State of the Art, offenbar wirklich gut gemacht. Wenn immer die durchliest, fällt mir auch nichts ein, dagegen zu sagen. Aber trotzdem hat die Frau Magister Muchic leider ins Klo gegriffen. Denn wenn man genauer hinschaut, und das haben Norbert Aust von Informationsnetzwerk Homöopathie und Viktor Haus Weißhäupel von der Initiative für wissenschaftliche Medizin sehr ausführlich gemacht und publiziert, dann sieht man, dass die gemogelt haben, dass da offenbar nachträglich Studienprotokolle verändert werden. Das klingt nach einer Kleinigkeit, ist aber meines Erachtens wissenschaftliches Fehlverhalten. Die beiden Autoren tun das wesentlich sanfter formulieren, aber das ist untragbar. Und so ist es eben bei vielen Studien. Wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass die einfach nicht lege artis sind. In dem Fall wäre es sehr schwierig. Ich hätte das nicht gesehen. Die beiden Herren haben da wirklich ganz, ganz genau recherchiert. Und das wirft ein Problem auf, nämlich selbst wenn dieser Fehler nicht aufgetaucht wäre, würde man wegen einer so einer Studie in die Oncologist 200 Jahre Wissenschaft über Bord werfen? Nein, das würde man wahrscheinlich nicht, sondern man würde schlichtweg diese Studie in Frage stellen. Man würde es, auf Deutsch gesagt, nicht glauben. Und das ist das grundsätzliche Problem. Es wird in diesen Studien Placebo mit Placebo verglichen. Wie soll da ein Unterschied rauskommen? Dafür haben Weimeyer und Heismann den Begriff der Scientabilität geprägt im Buch Die Homöopathie-Lüge. Ja? Sie sagen, dass nicht scientable Hypothesen nicht mehr weiter untersucht werden sollen, weil das eine Vergeudung von Ressourcen wäre. Was sind nicht zientable Hypothesen? Ich habe das Konzept ein bisschen erweitert, bringt zuerst meine zwei Erweiterungen. Das erste wäre meine Hypothesen ohne Vernetzung mit Hintergrundwissen. Beispiel: Der Verzehr von 10 Gramm Sägemehl pro Tag reduziert das Risiko, innerhalb der nächsten 20 Jahre einen Herzinfarkt zu erleiden. Das ist eine wissenschaftliche Hypothese, da kann ich nichts sagen dagegen. Ja. Die ist gemäß Popper falsifizierbar, aber sie werden kein Geld für so eine Studie bekommen, niemand wird die durchführen, weil es keinen Grund gibt für die Annahme, dass das der Fall wäre. Das zweite sind hochplausible Hypothesen. Welches Beispiel: Die Benutzung eines Fallschirms reduziert die Mortalität von Menschen bei Absprüngen aus Flugzeugen. Man wird also keine Studie durchführen, wo man 50 ohne Fallschirm und 50 mit Fallschirm runterspringen lässt und dann unten die Toten zählt. Es ist hochplausibel, dass der Fallschirm hilft. Das ist eine nicht zientable Hypothese. Was aber Weimeyer und Heismann eigentlich gemeint haben, sind Hypothesen, die Naturgesetzen und Grundlagenerkenntnissen widersprechen. Perpetuum mobile, aufwärts rollende Objekte, da gibt es auch so Behauptungen, dass irgendwo Autos auf Straßen nach oben rollen. Die Homöopathie zählt eben dazu, aber auch viele andere alternativmedizinische Verfahren. Also die Schwester der Homöopathie, die Schüsslersalze und vieles andere kann man hier hineinnehmen. Es ist grundsätzlich nicht denkbar, dass diese Therapien eine Wirkung haben. Und somit sollte man sich gemäß Weimeyer und Heismann deren Untersuchungen sparen und damit Geld und Ressourcen sparen.
Nun, aber warum scheinen Globuli dennoch vielen Leuten zu helfen? Ich weiß ja genau, dass da viele zuschauen, die wissen, ihr Wimmerl ist weggegangen, nachdem sie sich eine homöopathische Salbe aufgetragen haben und außerdem ist der Juckreiz weg, seit sie Globuli schlucken und so weiter. Nun, da gibt es natürlich vielfältige Erklärungsmöglichkeiten. Die erste und wichtigste ist natürlich der Placebo-Effekt, wobei ich hier dazu geschrieben habe, inklusive Placebo bei Proxy, also um hier die zu erklären, warum also das auch bei Babys und bei Tieren, die ja nichts von Homöopathie verstehen, warum es auch bei denen wirkt, da wirkt es natürlich über die Zuversicht sozusagen der von Eltern oder Tierhaltern oder wo auch immer. Aber der Placebo-Effekt ist nicht der einzige. Erkrankungen sind natürlich zeitvariabel. Man interveniert typischerweise am Höhepunkt, also wenn es am schlechtesten ist, da erinnere ich an den klassischen Trainereffekt im Fußball, ja, den man darüber erklären kann, dann zufällige Besserungen. Ja, die meisten leichten Erkrankungen tendieren zur Selbstheilung. Und man verwendet ja Homöopathie nicht beim Herzinfarkt oder Schlaganfall, da verlässt man sich durchaus auf die verpönte sogenannte Schulmedizin, sondern bei irgendwelchen kleinen Wehwehchen, Kreuzschmerzen, Schlaflosigkeiten und solchen Dingen. Ja. Und die den natürlich zur Selbstheilung. Und den Zufall, den tun wir sehr häufig unterschätzen. An den Zufall wollen wir nicht glauben. Wir beurteilen den Krankheitsverlauf, nämlich nicht nur wir, sondern auch Ärzte, subjektiv. Ganz wichtig ist, wir haben eine selektive Erinnerung an Treffer. Ja, da darf ich erzählen, vor mittlerweile, glaube ich, 30 Jahren oder länger, hat meine damalige Lebensgefährtin mir gegen eine anziehende Erkältung an Lindenblütentee mit Honig zubereitet. Ich habe den getrunken, die Erkältung kam nicht. Das ist absolut überzeugend. Seither hat dieser Lindenblütentee mit Honig nie wieder geholfen. Trotzdem bin ich also von diesem Konzept überzeugt. Wenn Sie mich fragen, was soll ich bei einer anziehenden Erkältung tun, würde ich Ihnen sagen, trinken Sie einen Lindenblütentee mit Honig. Ja? Der Treffer damals, ja, den vergiss ich nicht. Die ganzen vielen Fälle, wo es dann nicht mehr geholfen hat, die verdrängt man. Das kann ja damals kein Zufall gewesen sein, aber natürlich war es ein Zufall. Und zuletzt tendieren wir dazu, Koinzidenzen, also Zufälle als, oder zufällige Übereinstimmungen von Ereignissen als Kausalität zu interpretieren. Gelehrt kann man dazu sagen, post hoc ergo propter hoc. Das heißt, wenn etwas vorher war und das andere nachher, ist das, was nachher eingetreten ist, eine Konsequenz des Ereignisses, das zuvor eingetreten ist. Darauf begründet sich auch vieler Aberglaube. Ja? Ich habe das Freundschaftsband von der Susi getragen und dann haben wir im Fußball 5:0 gewonnen, was vorher nie der Fall war. Seither trage ich jetzt immer das Freundschaftsband der Susi. Und unsere selektive Erinnerung an die Treffer hilft uns dann auch zu verdrängen, dass wir die nächsten Spiele wieder alle 5:0 verloren haben, trotz Freundschaftsband der Susi. Wir werden das weitertragen. So ein Aberglaube ist also auch bei Tieren nachgewiesen worden. Darüber hat schon der Konrad Lorenz seinerzeit berichtet. Nun, abschließend komme ich jetzt zur Beantwortung der Frage, warum man derartigen Unsinn dennoch glaubt. Das ist natürlich zunächst einmal hier zu nennen, die Propaganda von Herstellern, Ärzten und Apothekern. Ja, es ist ein Geschäftsmodell, es gibt eine riesige Lobby, es wird immer auf die Pharmaindustrie geschimpft, aber schauen Sie sich einmal die Homöopathie-Lobby an, die ist ganz massiv. Die Ärzte verdienen wesentlich besser, wenn sie Homöopathie anbieten, als wenn sie sich auf ihre Standardmethoden beschränken und auch bei den Apothekern. Das ist natürlich ganz klar, dass das ein sehr hübsches Geschäftsmodell ist. Dazu kommen dann fehlende Kenntnisse in Physiologie und Pharmakologie bei den Anwendern. Diese Dinge, die ich Ihnen gezeigt habe, die wissen ja viele nicht. Wenn Sie in die Apotheke gehen und sich ein Homöopathikum kaufen, ist Ihnen das ja gar nicht bewusst. Und vor allem weiß man ja nicht, wie absurd das in Wirklichkeit ist. Dazu muss man ein bisschen ein Verständnis von Naturwissenschaften haben. Viele verwechseln die Homöopathie mit der natürlich wirksamen Phytotherapie, ist ja der Pflanzenheilkunde, aber die Grundstoffe sind zwar auch Pflanzen, aber gibt es natürlich viele andere. Das eine hat mit dem anderen eigentlich nichts zu tun. Man schwört auf sanfte Medizin, man hat eine Aversion gegen Chemie und gegen synthetische Arzneistoffe, man hat eine Aversion gegen die Hightech-Medizin und dergleichen. Ja. Die Konzepte, das habe ich schon erwähnt, sind schlicht und für jeden verständlich. Und dann, und das ist ein philosophisches, ethisches Problem,
dass viele natürlich grundsätzlich Wissenschaft ablehnen, einen Hang zur Esoterik haben und dann zum Mystizismus und dergleichen. Das würde hier den Rahmen dieses Videos sprengen, hier im Detail darauf einzugehen. Zu Ende möchte ich Ihnen noch für Debatten mit Homöopathie-Freunden und Fans hier ein Homöopathie-Bullshit-Bingo präsentieren. Sie wissen schon, hier müssen Sie einfach nur bei der Diskussion mit den Befürwortern auf das Auftauchen obiger Argumente warten und von der obigen Liste dann das Streichen. Bei einer vollständig gefüllten Reihe, Spalte oder Diagonale dürfen Sie aufstehen und laut Bingo rufen. Nun, das ist natürlich sehr klar, es sind wirklich viele, ich gehe hier nicht im Detail drauf ein, aber viele Dinge, die da draufstehen, hört man immer wieder von den Homöopathie-Fans und die sind tatsächlich Bullshit. Mir ist klar, dass ich mit diesen Ausführungen, die ich hier mache, das Video ist eigentlich länger geworden, als ich wollte, aber dass ich mit diesen Ausführungen natürlich eingefleischte Homöopathie-Fans nicht überzeugen werde. Die lassen sich durch Fakten nicht beirren. Dennoch sollte ihnen das zumindest zu denken geben, wie vor allem die Dümmlichkeit, die hier präsentiert wird. Und wenn nicht, dann sollte Ihnen zumindest klar sein, dass Sie durch Ihren Glauben sozusagen an Homöopathie, und es ist ein Glaube, anders kann man das nicht bezeichnen, durch Ihren Glauben an Homöopathie den Bereich der Wissenschaft verlassen haben und sich ins Reich von Religion oder man müsste besser sagen Anbetung diverser Götzen oder irgendwelchen Wunderglauben hinbewegt haben. Mit Wissenschaft hat das Ganze nichts mehr zu tun. So, jetzt habe ich einmal ein Statement zur Homöopathie abgegeben. Ich verspreche Ihnen, dass ich das nie wieder tun werde. Mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen. Und ich wünsche Ihnen damit noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.